So, auch wieder zurück. Ich mache mal hier gerade beim Edit Startup weiter. Ja, der kann da eigentlich hier bis 4 machen. Dann schaltet der wieder um. Dann macht er von 4 bis 5. Dann machen wir hier von 7. Ja, machen wir das so. Erhöhen wir immer den letzten hier hinten. 16, 20, der läuft dann bis 24. Also 00 müsste es heißen. Von 0 bis 1, ja, der läuft nämlich dann hier einmal 4 Stunden durch. Das ist ganz okay, einfach mal so über Nacht, dass der länger läuft. Speichern wir das, exitieren das und fertig. Dann tun wir den hier wieder auf dem Monitor top machen. Jetzt hat er natürlich an bis 19 Uhr, da können wir in der Zeit was anderes machen. So ungefähr den Stand so im Kopf behalten, wie es da oben weiterläuft. Und dann kann nämlich hier Strom produziert werden. Und halt, wenn ich da ein größeres Setup reinpacke, kann ich natürlich auch mehr Strom rausgewinnen. Und mehr Energie. Kann aber passieren, dass ich noch mehr Atomkraftwerke dabei mache. Das ist ja alles noch, alles eine Frage der Zeit. Sieht's hier aus, sie sind immer noch nicht ganz rein. Ja, weil ich die immer noch ein bisschen zusammenmische, dass er halt wirklich schnell arbeitet, viele Pollen rausholt. Ist, fast normal. Oh, die ist gut. Die ist nicht so gut, die kann weg. Die gefällt mir. Weil die ist nämlich ganz gut, normales Leben, gut kürzeres Leben, aber dafür wirklich fast Pollen. War das, glaube ich, ne? Ja, Pollen habe ich richtig fast und das ist nämlich eigentlich ganz gut. Produziert dann nicht mehr Pollen. So, jetzt. Jetzt haben wir es bestimmt 19 Uhr schon vorbei, weil ich so lange getingelt habe hier. So. 19 Uhr abgeschalten, jetzt kommt gleich 20 Uhr, jetzt haben sie keine Strom mehr, genau. Was macht er denn mit dem denn jetzt, wenn er jetzt wieder Strom hätte? Gucken wir gleich sofort. Achso, jetzt kommt mir Cobblestone entgegen, genau. Da war ja was. Was macht er denn jetzt, wenn er jetzt 20 Uhr haben will? Also mal kappen wir mal eben nochmal ab. Ich will mal auf eine Nummer, also auf die Nummer gehen hier. Okay, 20 Uhr, ja. Gehen wir schlafen. Muss ich gleich nochmal die Zeiten checken. Muss ja richtig laufen, also dass ich nur eine Stunde Zwischenzeit habe. Jetzt läuft. Da würden aber gerne nochmal terminieren. Und zwar ins Edit reingehen. 19 Uhr schaltet ab, dann fährt der 19 Uhr ganz durch. Ja, das ist richtig. Alles gut. Except. Achso. Hast ja kein Bildschirm. So, jetzt ist an. Und dann machen wir den mal an. Hat er jetzt. Ach ja, jetzt hat er hier nichts. Aber hier ist an. Genau. Ne, hier kommt kein Timer zwischen, sondern ein Puffergate. Und jetzt kann er laufen. Bis jetzt gerade eben. Jetzt hat er wieder abgeschaltet. Passt das denn? Abgeschaltet, genau. Gucken wir nochmal hier vorbei. Jetzt müsste er gleich wieder angehen. Irgendwann. Okay, ja, das mit dem Stein nervt hier etwas. Ah, geht gleich irgendwann wieder an. Plopp. Und dann können wir nämlich im nächsten Zuge noch ein paar Solarpanels draufpacken und hier muss auch noch ein paar Overclocks rein, damit das auch ein bisschen schneller läuft vom Schrott her. Upp. Komm, ihr habt nicht so viel Zeit. Da 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 dann. Schaltet jetzt um 8. Genau, um 8. schaltet er wieder an. Dann sagt er mir hier hinten auch on, ne? Ja. Yep. Läuft. 60 EU Output und das lassen wir jetzt einfach laufen.
Mehr brauche ich nicht machen. Der läuft jetzt einfach per Zeitimer. Ich kann auch von hier super durchgucken. Sehe ich gerade. Ich könnte mir auch noch eine Uhr hier hin, wo, irgendwo hin machen. Jetzt geht da die Zeit durch. Wie lange? Ah, von. Ja, genau, von 8 bis 11. Von 8 bis 11 liefert der mir ein bisschen Energie hier rein. Und gut, mehr ist das nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Finde ich ehrlich. Der läuft so eigentlich ganz gut mit 60 EU nochmal zusätzlich da drauf. Ist das schon okay. Natürlich ein paar Panels mehr kommen jetzt noch nach und nach wieder dahin. Und dann läuft das super. Dann wird es auch super laufen, sage ich euch. Weil dann kann ich nämlich hier oben. Wow, warum leckt das denn so? Ah, jetzt ist es weg. Kann ich nämlich oben Glas drauf machen. Und nach hier die Panels austauschen, beziehungsweise erstmal noch hier hinten ein paar dranhängen. Ja, hier kann ich noch ein paar dranhängen. Ja, machen wir mal. Gucken wir mal, wie das aussieht hier. Wir hoffen, das sieht es gut aus. Ja, so sieht es gut aus. Lassen wir doch auch so. Das hier, gefällt mir doch, das mit dem Holz hier. Ah. Ah. Warum leckt er denn so auf einmal? Also können wir lassen. Jetzt hat er gleich 11 Uhr reicht. Dann warten wir noch einen Moment. Schon, oh komm schon. Und das werden wir jetzt, das ist jetzt so ein kleines hier mit Jujumeta-Produktion. Jetzt gibt es dann ein späteres Atomkraftwerk, was noch da hinten ist. Wo nur Atomkraftwerk ist und ein Breeder, vielleicht muss ich mal schauen, und dann halt auch so wieder aufgebaut hier. Das gefiel mir jetzt am besten, fand ich. Und dann habe ich auf jeden Fall mal keine Bedenken, dass es nicht läuft. Guck mal, jetzt hat er sogar angeheizt. Ist denn irgendwas kaputt gegangen? Oh. Ich glaube, die Zeiten sind noch zu lang für den 4 Stunden. Das ist auf jeden Fall ausgegangen. Abkühlen tut er. Krass. Ja, werde ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Schalte ich so lange mal komplett ab. Gut. Dann würde ich das jetzt erst machen und werde dann danach in der Offline-Folge am Atomkraftwerk weiter rumtingeln, dass es dann wirklich richtig komplett reinläuft, weil jetzt muss ich schon wieder zwei Reaktorplanes da reinpacken. Das ist auch nur Material fressend hoch 3. Nun gut. Um jetzt ein bisschen mehr Energie zu haben, werde ich da vorne, da vorne, da vorne die MFE abkappen. Achso, da ist das Ding schon wieder drin, naja. Wo tue ich jetzt mal am besten unterm Schloss den Strom hin? Beziehungsweise ich muss es ja irgendwie wegbewegen. Ah, jetzt meckert der nämlich so wieder rum. Ah, lalalalala. Ja, bleibt noch drinnen. Ich werde nämlich noch ein paar MFE-Köpfe, beziehungsweise eine MFSU, die unten reinkommt. Damit halt der ganze Strom da durchfließen kann. Nun jut, nun jut. Transformatoren bräuchte ich dann noch. Ah ne, die habe ich ja da. Das wäre nicht das Problem. Was mir dann um die Ohren fliegt, wenn ich jetzt größere dran packe, wäre dann jeweils die MFE würde mir dann um die Ohren fliegen. Mehr auch erstmal nicht, aber wenn ich erstmal nur Mittelvoltage-Dinger dran packe oder noch ein paar Low, dann sollte das nicht passieren. Low Voltage. Da sind sie doch. Brauchen wir erstmal ein paar von den normalen Solarpanelen. Brauchen wir Generatoren, Batterien. Das kriegen wir doch alles hin. Da haben wir noch was hier. Machen wir nochmal. Was machen wir denn? Kriegen wir noch 16 hin? Kriegen wir. Sehe ich, aber ich brauche noch mehr Eisen. Eisen und. Beziehungsweise Feindeisen bekommen wir aber auch schnell. Und zwar Minimumstone und Kohle. Hopp. Oh, nochmal ein paar Sticks hier. 1, 2.